Liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute wollen wir uns gleich zuerst in die Geschichtsforschung stürzen. Wir wollen uns darüber unterhalten, wann Crystal Meth erfunden worden ist, was es mit Adolf Hitler und Nazi-Deutschland und Crystal auf sich hat. Das wird eine spannende Geschichte, das wird eine spannende Reise, die viele sicherlich auch verwundern wird. Wenn ich in meinen Präventionsveranstaltungen in den Schulen mal so nachfrage immer, wann denkt ihr denn, wurde Crystal erfunden, also Methamphetamin als chemisches Element, als chemische Formel, dann kommen da natürlich die wildesten Vorschläge. Das reicht von 1996 bis 2005, oft auch 1945 oft, ja, was dann schon die richtige Richtung ist, was aber jetzt nichts mit dem Entstehungsdatum von Crystal zu tun hat, sondern eigentlich von dem ersten Einsatz dieser Substanz in Deutschland. Also, um es kurz zu machen, Crystal Meth als Methamphetamin wurde 1893 das erste Mal in Japan synthetisiert, in flüssiger Form, und war da eigentlich ziemlich unterm Radar gelaufen. Also das hatte noch keine große Erfolgsgeschichte damals, bis eigentlich die Temmler-Werke in Deutschland in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses Patent aufgekauft haben und es geschafft haben, Methamphetamin in Pillenform zu pressen. Das Ganze wurde dann unter dem Namen Pervitin hergestellt und vertrieben. Und ja, war Alltag in Deutschland. Also Pervitin war damals sogar in Pralinen enthalten. Das heißt, die deutsche Hausfrau von damals konnte in den Tante-Emma-Laden gehen und sich ganz legal Crystal-Pralinen kaufen. Da ging einfach dann auch die stupide Hausarbeit viel flotter von der Hand. Wir werden uns ja später mal drüber unterhalten, was Crystal für eine Droge ist. Aber zurück zu Nazi-Deutschland auch. Crystal, Pervitin. Pervitin wurde damals im großen Stil von den Temmler-Werken an die Wehrmachtssoldaten verteilt. Man geht heute davon aus, dass die Blitzkriege gegen Polen und andere Länder, diese Angriffskriege von Nazi-Deutschland gegen, wie gesagt, Polen und andere Länder fast nur möglich war mit dem Einsatz von Pervitin. Wir müssen uns bewusst werden, dass die ja fast das halbe Heer der Wehrmacht auf Crystal war, völlig drauf da in ihren Panzern saß und diesen neuen Kriegsmodus des Blitzkrieges gnadenlos durchgezogen haben, indem sie halt wirklich Pervitin geschluckt haben ohne Ende. Es war ja sogar so, dass dann später zum Ende des Krieges hin sogar diese sogenannten Einmann-U-Boote, die im Atlantikkrieg zum Einsatz kamen, also wo junge Leute allein in so ein U-Boot gesetzt wurden, die halt voll auf Pervitin gepackt wurden, die völlig drauf auf Pervitin, also auf Crystal, dann in diesen Einmann-U-Booten durch die Meere fuhren, völlig schwachsinnig, völlige Todes-Selbstmordkommandos. Aber ja, also wir haben heute gelernt, Crystal Meth, eine alte Droge mit einer langen Vergangenheit, 1893 in Japan bereits erfunden. Das erste Mal im Einsatz gewesen in Nazi-Deutschland und im Zweiten Weltkrieg. Und ob Adolf Hitler persönlich Crystal Meth-Konsument war, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.